Die ehemalige TV-Moderatorin Nadia Abd el-Farag landete mit Verdacht auf Bandscheibenvorfall in der Notaufnahme, nachdem sie stechende Schmerzen im Rücken verspürt hatte. Eigentlich hatte die 58-Jährige einen Besichtigungstermin in Blankenese, einem nobeln Hamburger Stadtteil, der nicht weit von der Wohnadresse ihrer 80-jährigen Mutter entfernt liegt. Allerdings erschien Nadel nicht zu dem Termin, woraufhin sich der Millionär Andreas Ellermann große Sorgen gemacht habe und sie zwei Tage lang nicht zu erreichen gewesen sei. Der 57-jährige Hamburger, der mit Patricia Blanco liiert war, setzt sich für die verarmte Ex-Lebensgefährtin von Dieter Bohlen ein und sucht gemeinsam mit ihr eine neue Wohnung. Schließlich habe Ellermann von Nachbarn erfahren, dass sie Nadel in die Notaufnahme einer Klinik in Hamburg-Nord gebracht hätten, wie die Bild-Zeitung weiter berichtet. Dort habe Nadel, der es inzwischen etwas besser gehe, mehrere Spritzen in den Rücken erhalten. Sie müsse sich nun schonen und dürfe keine schweren Gegenstände mehr heben. Ellermann sagte, der Besichtigungstermin werde so schnell wie möglich nachgeholt, in der Hoffnung, dass Nadel bald wieder umziehen könne und endlich zur Ruhe komme.